Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shadow of Mordor Mittelerde. Und jetzt geht's weiter und versuchen an diesen Hauptquestpunkt zu kommen. Zurzeit sind hier echt viele Dinge. Mein halbes Leben habe ich an der Grenze Mordors verbracht und hielt das Land für tot. Ich ahnte nie, welch Geheimnisse es bewahrt. Das Land der Schatten erwacht aus seinem langen Schlaf. Oh nee. Ich habe überlebt. Für uns bereit. Jetzt wirst du leiden! Der. Ich werde dich für einen Augenblick hatten. Aber nur für einen Augenblick. Okay, ich muss. Nee, schon wieder? Du wolltest mich sterben lassen, Schrack! Ja, das sind alle zu viele. Ich zeige dir die Schmerzen, die ich. Drängt ihn zurück! Das ist echt der Zurückzug. Zwei sind echt einer zu viel. Oh Mann, oh. Habe ich natürlich schon freigeschaltet hier. Wo bin ich denn jetzt? Den habe ich schon. Das sind zwei. Ich habe keine Elbengeschosse. Kriege ich vielleicht sogar beim Turm Elbengeschosse zurück? Kann das sein? Okay, gibt keine Geschosse. Heißt, wir müssen jetzt schauen, wie wir das machen am besten. Ja, schön, wenn es so wäre. Ich zerstöre dich! Schon vergessen, dass das nichts bringt? Ich würde einen Fluch in dein Herz brennen, aber was hast du schon noch zu verlieren? Nix. Darauf habe ich... Mal schauen, was du für Informationen hast. Wir haben hier eine unbekannte... ...der Knochensamen. Anfällig für Kampftorstöße, kann durch Kampftorstöße sofort getötet werden. Kann durch Schleichtorstöße sofort getötet werden. Ach, der ist natürlich ganz lustig. Kann durch einen einzigen gespannten Kopfschuss brandverursachten Angriff getötet werden. Im Rücken wird der Westen so getötet werden. Gerät in Panik bei Angriff von Grauks. Gerät in Panik. Okay. Ich
Ja, der Brandeisen, der bereitet uns schon eine ziemliche Länge. Wir bedanken uns für die Annehmlichkeit. Was haben wir für eine Rune gekriegt? Na gut, das können wir eigentlich so lassen mal. Die Todrune. Während Rune ausdrücke X, um sie zu zerstören, zu konfrontieren. Durch Ebsche erhältst du mehr. Terrorisieren, okay. Ja gut, das lassen wir jetzt mal so. Verbesserungen, wir haben einen Fähigkeitspunkt erhalten. Das können, wir können wieder was erwerben. Und ich denke, wir werden diesmal die Aufzählung durch Schleichen werden wir erlernen. So, wobei wir könnten vielleicht noch Verbesserungen durch Punkte. Ja, tatsächlich. Da können wir den weiten Ruhmplatz und Schwert freischalten. Dementsprechend können wir das auch gleich nützen. Weiter Rune, was möchten wir? Die haben wir schon. Sicherheit, was ich schon ausgerüstet habe. Ah, rot ist. Da machen wir diese Rune. So, sehr schön. Mach 20. Marco. Wir haben uns ein paar Informationen zuerst noch, bevor du das Zeit hier sehen wirst. Ach so, der kleine Geistzahn, da ist er. Oh, sehr schön. Und tschüss. So. Wir haben wieder eine neue Rune gekriegt. Neu haben wir dieses. Ach, die hatten wir doch schon mal, so eine ähnliche. Okay. Dann sollten wir endlich mal die Quest hier machen. So, und hier ist es dann. Der Verfolger. Was glaubst du, wer sich dort in den Schatten verbirgt? Irgendeine große Macht hat ihn für sich eingenommen. Das spüre ich. Ob er uns Antworten liefern kann? Für uns beide. Dann sollten wir ihn finden. Das sollte nicht sonderlich schwer sein. Diese Spuren scheinen weder Mensch noch Biest zu gehören. Umso mehr Grund, ihnen zu folgen. Überwältigt ihn!
Spürst du das? Nicht einmal Ausgestoßene verdienen solch ein Schicksal. Der Mensch scheint ein andere Mal in Gefangenschaft zu enden. Scheint dieses Geschöpf ist im Klettern geübt. Die Wurmsklaven sind ihm schließlich doch entkommen. Ich hätte sie schon nach dem ersten Versuch aufhängen lassen. Schneidet ihnen die Beine ab. Die brauchen sie nicht, um zu graben. Ich spüre, es weiß mehr von mir, als ich von mir selbst weiß. Wie soll solch ein Wesen etwas von Geistern wissen? Es besteht eine Verbindung zwischen uns. Ich fühle es. Die Widerstandskämpfer haben die Sklaven vom anderen Lager befreit. Macht dir keine zu großen. Okay, wie der hochgelaufen ist. Sind ihm kein Hindernis. Trotzt niemals dem dunklen Herrscher! Haben wir denn die Sklaven auf Korsetten? Was? Habt ihr das gehört? So, damit hätten wir immer gerettet. Endlich bin ich frei. Deine Kreatur wandelt auf gefährlichen Pfaden. Ich habe etwas gesehen. Ich sehe schon Gespenster. Und ich habe mir den guten Kampf erhofft. Da drüben hat sich etwas bewegt. Du Scheiße. War nicht so wie gedacht, ey. Gut, die sind alle weg. Können wir mal weiterschauen, wo die Spur durchführt. Sein Kraut. Nehmen wir noch mit und weiter nie. Und zum nächsten Kraut. Ja, ich habe schon volle Gesundheit, das sehe ich auch, aber ich habe gedacht, vielleicht bringst du noch was anderes. Die Spuren des Geschöpfs führen in die Höhle eines Karagor. Dort, es läuft davon! Da ist er, der Gollum. Wo ist er jetzt wo? Da oben? Und da ist etwas. Achso, hier ist was. Ah!
dunkle Erinnerung, oder wie? Sieht fast so aus. Was für ein Zauber ist das? Ein verlorenes Raumstück, Talia. Du erinnerst dich? An einige vereinzelte Bilder, ja. Nur wünschte ich, ich hätte sie vergessen. Deine Familie war... Es ist dieser Schmerz. Elende Kreatur, was willst du von mir? Oh oh. Sieht nicht ganz so aus. Schnell, es läuft davon. Was? Ein Schuss und tot? Ach du Kacke. Ja gut, aber ich sehe schon. Folge ist auch bereits hier zu Ende. Oh nee. Urukjäger, sie scheinen die Karagor bis hier verfolgt zu haben. Ja gut, ich sag mal, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und schaut mir das mal an. Wie es heißt, Mittelerde, Shadow of Mordor. Bye bye.